Zum ersten und garantiert nicht zum letzten Mal beste Unterhaltung mit Sascha Herrchenbach. Der Entertainer lädt ein zu Kavalier am Klavier, live aus dem Einklang Kulturloft in Hamburg. Der Showmaster begrüßt Sie recht herzlich zu Hamburg Singer-Songwriter Nacht. Und Sie sind dabei, Christophe Garnerone, Lukas Dröse, Adam Brixton, Sebastian Steinhardt, Carrie Fay und Friedrich Junior. Und hier ist er zum ersten Mal. Hier ist der Mann für alle Fälle, Sascha Herrchenbach. Guten Abend und herzlich willkommen bei Kavalier am Klavier. Das ist sozusagen ein neues Event jetzt in Hamburg für alle Singer-Songwriter unter euch und für alle natürlich als Gäste, die ihr auch einfach zuhören wollt. Und das ist ein Event, was wir quasi, wie ihr schon seht, hier sind Kameras aufgebaut, wo alles ein bisschen mitgefilmt wird und das Ganze dann veröffentlicht wird auf YouTube, damit die weite Welt auch was von euch hat und auch andersrum sozusagen. Und das Ganze ist natürlich interaktiv. Wir haben heute Abend noch eine Leinwandübertragung live nach Norwegen. Und was auch interessant ist, wir haben internationale Künstler dabei aus Frankreich, heute aus der Ukraine und aus Norwegen. Und als ersten Gast haben wir tatsächlich jemanden einfliegen lassen. Ich weiß nicht, aus welcher Straße in Hamburg, aber er kommt ursprünglich aus Frankreich. Und ich begrüße ganz recht herzlich den Chansonsänger aus Frankreich, Christophe Garnerone. Zur Kavalier am Klavier. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Aus wo wohnst du dann eigentlich wirklich? Oder besser gesagt, wie kommt es dazu, dass ein Südfranzose dich nach Hamburg durchschlägt? Schon eine gute Frage, ne? Ja, super. Eine gute Frage, ja klar. Aber ich komme aus, ursprünglich aus Marseille. Und ganz im Süd. Die Leute, die nicht wissen. Genau, und wo muss ich machen? Welche Kamera, bitte schön? Alles klar. Die da in der Mitte. Oh, da, genau. Aber guck auch ihn an. Du kannst auch mich angucken, das ist auch ja, das ja, ist okay. Oder die Dame da im Publikum ist auch ganz hübsch. Alles klar. So, wie kommt das? Also, dass sich deine Wurzeln sozusagen nach Frankreich, von Frankreich nach Hamburg verschlagen haben? War das die Liebe? Wie kommt das dazu? Verschiedene Sachen. Für die erste, ich hatte einen Verein, eine Austausch gemacht, mit erst einmal in Dresden, in Hamburg, dann Liverpool, Spanien. Und dann in Hamburg habe ich meine Frau kennengelernt. Wow. 3 Tage bevor wieder nach Marseille zu uns. Die ist heute auch hier wahrscheinlich? Ja, natürlich. das heißt, alles, du bist viel rumgereist quasi und jetzt hat sich dann tatsächlich hier erstmal niedergeschlagen oder geht die Reise noch weiter? Nee, erstmal Papier. Erstmal ich Papier. Wie kommt das mit den Inspirationen zum Chanson? Wie kommt das, dass das. Okay. Mit den Inspirationen, das ist so unterschiedlich. Inspiration kann man überall finden. Manchmal auf der Fahrrad oder sowas. Oder gerade ich bin ein bisschen aufgeregt und so, ich weiß nicht mehr. Da sind wir ja schon zu zweit, das ist doch wunderbar. Ja, das ist nicht ganz allein. Kannst auch einen Schluck Wasser nehmen, vielleicht entspannt dich das ein bisschen. Aber trink nicht so viel, nachher bist du nachher noch betrunken. Also ja, meine Inspiration bekomme ich von was. Okay, früher habe ich ja keine Chanson gemacht, das ist relativ neu. Früher habe ich nur wie jeden Teenager verschiedene englische Sachen gehört.
Also du hast Englisch gesungen dann quasi oder also Englisch komponiert dann auch in geschriebene Texte oder? Später ja, erstmal ich war nur instrumental, weil ich habe Klavier gelernt und so weiter, Orgel, Klavier und so weiter. Und dann irgendwann, das war vor 2006 war ganz genau, habe ich angefangen zu spielen und am Klavier und ich habe immer Projekte gehabt mit Sängerin und so weiter und ich habe immer für die mitgesungen, um die Melodie zu geben und was will ich sagen? Genau und so. Ja, ja, und so schön hier vorne, ja. Ja, ja. Und ich komme so schnell an. Was hast du vorher schon getrunken? Nur, auch nur Wasser? Nee, ich habe zwei Weine schon getrunken. Das sind halt die Franzosen, ne? Ja, genau. Die Bedeutung deiner Texte. Die Bedeutung von den Texten, aber es ist so unterschiedlich. Also ich habe Französisch, das ist ja nicht jeder, der Französisch spricht. Ja, das ist schon klar, was ich heute Abend spiele. Ich habe mich vorgenommen, il faut savoir, das heißt, muss man wissen. Und da drin erzähle ich zum Beispiel, das ist kein Zufall, dass ich hier bin. Ja, zum Beispiel. Das heißt, du willst deine CD präsentieren? Oder? Ja. Weil du kein Zufall hier bist. Nee, ist auch kein Zufall. Weil, ich dich eingeladen habe. Ja, nein, danke schön, danke schön. Das stimmt, das ist kein Zufall, weil okay, ich habe eine CD, ich will eine neue produzieren und so weiter. Und klar, eine CD und ein neues Konzert. Wann ist denn das nächste Konzert und wo gibt es hier irgendwo in Hamburg? Ja, der nächste, ich habe zwei Konzerte. Der erste in dem Klavier Knauer, das ist in der Rollstuhlstraße, welche Nummer weiß ich nicht. Aber kann man nur auf Google und ich weiß nicht was rausfinden. Klavier Knauer und der nächste ist, das ist am 8. Februar. Und danach, das ist am 16. Februar in Da sitzen schon Fans. Hat das jemand verstanden? Oder weiß jemand, wo es ist? Hohe Luft, José. Hohe Luft schief, ja. Ah, wir haben schon einen Fan dabei, sehr gut, ja. Theater Zeppelin, genau. Ist das dein Manager, der da sitzt? Oder? Nein, vielleicht. Bald. Ja, du hast jetzt demnächst, also hier in Hamburg, jetzt auch schon einen Manager dabei. Hallo, grüß dich. Genau, und, aber da spiele ich nicht wie heute Abend spiele ich nur allein und da werde ich von einem Kontrabass und Geige begleitet. Aber da liegt zwar ein Kontrabass, aber der gehört nicht zu dir. Nee, der gehört nicht zu mir. Und eine Geige hast du auch nicht dabei. Nee, leider nicht. Aber ich habe gehört, du kannst ad hoc Texte schreiben oder präsentieren, ohne jetzt, also jetzt nicht, also schreiben in dem Moment, wenn dir Worte einfallen oder so, dass du das bei dir ziemlich schnell geht, kann man das so? Ja, kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Willst du das mal uns mal ein bisschen vorführen? Ich kann euch kurz eine Geschichte und auch das vorführen. Hat das Publikum Interesse daran? Ja, ja. Okay. Ich so, dann muss ich erklären, wie ab und zu. Du hast da dann auch ein Mikrofon, dann hast du das. Wenn die Frage vorher war, ja, mit der Inspiration bekomme ich von verschiedenen Sachen, wie gesagt, auf Fahrrad oder so. Oder so. Auf dem Fahrrad, das heißt, wenn du durch die Natur fährst oder wenn du ein Fahrrad anschaust. man kann ja auch über den Klingel singen, also klingen, also klar. Ja, egal, das ist egal, oder überhaupt was ich bis jetzt immer gelebt habe, oder, das ist egal. Und wenn ich sage, ist das so, dass er oft, wenn ich ein Lied komponiert habe, war erst einmal für mich immer die Melodie wichtig. Und der Text ist danach gekommen. Dann, wie gesagt, ich komme vom Klavier, ein bisschen den Jazz und so. Und das ist nur instrumental und diese Gesang ist später gekommen. Und am Anfang habe ich nur Gitarre gespielt. Oder nee, Klavier. Und irgendwann, wenn ich kurz. Ja. Du meinst lieber Klavier spielen oder meinst du gar nicht Gitarre? Ich mache kurz, weil das Stück ist danach. Danach hören wir noch was aus deinem Programm. Ja, genau. Ja, sehr gut. Wenn Sie sagen, ist das so? Ja. Wenn ich. Wollt ihr wissen überhaupt? Ja? Ja. Ja, deswegen sollte das machen. Ja, schon. Ja. Du kannst natürlich sagen, ich will es nicht mehr, aber du musst ja alles hier live gefilmt, ist kein Schritt. Okay.
So ist auf jeden Fall, die sind so. Ja, man lernt ein bisschen Gitarre zu spielen. Es gibt Stücke, dass ich weiß nicht mal, was ich welche Akkorde ich mache. Jetzt, ja, aber ja, dann habe ich einen Akkord gefunden. Und dann irgendwann habe ich mit Rhythmiker. Und dann irgendwann, ich dachte, oh Mann, das muss gesungen werden. Und die erste Sache war für mich einfacher zu imitieren, ein bisschen die englische Sprache, weil ich wollte immer ein bisschen, bevor nach Hamburg zu kommen, wollte ich nach England, weil ihr weißt, dass die Franzosen haben ein schlechtes Deutsch, schlechtes Englisch. Alles okay? Der Wein. Ja. Und. Kannst du dir nachher noch ein Glas holen, aber jetzt? Okay, und dann, um eine Melodie zu kriegen, erstmal, ich will frei sein. Und der Anfang war mit komischer englischer Sprache, hat man keine Wörter, aber man imitiert ein bisschen. Ne? Ich sage, okay. Maybe the fountain's cracked in your mind. Sowas? Maybe the fountain's cracked. Ich sage gar nichts. Das gibt keine Bedeutung, über was zu sagen. Ja? Und danach habe ich das Stück verliert. Danach habe ich in Französisch. Et quand tu me vois par les mois, dans les rêves. Danach habe ich den Stück auf der Gitarre gesungen. Und jetzt mache ich an der Klavier. Und was wollte ich sagen? Ja, genau, das ist so fängt das an. Und dabei finde das witziger. Ich wollte nur, ja, genau, mache ich kurz, dann gehe ich an der Klavier. Danach ist das so, dass ich jetzt heutzutage, weil ich bin schon 14 Jahre in Hamburg oder in Deutschland, Hamburg. Und jetzt fange ich an, auch Joghurt, wie sagen wir, Joghurtsprache, weil bei uns in Marseille, wenn man einfach irgendwas artikuliert, klingt wie Englisch. Aber jetzt mache ich auch selbst dasselbe auch in Französisch. Weil, wie gesagt, um französischer Joghurt sozusagen. Französische Worte, das heißt, dass ich einfach Melodie frei, ich mache drei Akkorde und ich sage, okay, alles klar, was kommt da und ich will etwas raus und dann, ich will das in Französisch irgendwas sagen, nicht mehr in Englisch. Und dadurch kommt einfach Wörter, weil es klingt wie. Zum Beispiel dieser. Quand tu me vois le temps, alors que l'on a fond le vent, j'avancerai l'aventure. Ich sage gar nichts. Nur ein bisschen skrivieren, Ende Wörter war. J'avancerai le vent, l'aventure, la croix à compter, je vois plus. J'avancerai le temps, pourquoi tu me parles, j'espère plus. J'imagine. Also so sieht das aus, wenn du sozusagen quasi einen Song anfängst zu schreiben. Also ganz frei aus der Hand sozusagen in die Gitarre aus dem Moment. In der Gitarre oder in den Klavier, ich habe auch Sachen im Klavier, weil du kannst gerne jetzt noch deine Songs spielen. Ihr habt doch sicherlich Lust, ihn nochmal auf dem Klavier zu hören, oder? Wenn ich da unten bin, ist da auch ein Bild. Mache ich das hier. Und jetzt mache ich einfach gleich drei Songs, oder? Spielen gerne drei Songs. Ihr wollt doch bestimmt drei Songs hören, oder? Ja. Also nochmal einen herzlichen Applaus für Christopher Gagnerone. Ich fange an mit Pornos Enfant. Zwei Weine, du weißt schon. Thank you.
qui nourrit nos enfants va leur prier sauver. Il faut savoir, da, das war, das ist, muss man wissen, dass ich hier bin, das ist kein Zufall. Genau. Oh, ich brauche Wasser. Wasser? Nee, der andere, guck mal, der ein bisschen ganz rechts von mir. Das hier? Ja, nee. Das hier? Ja. Tut mir leid. Brauche ich. Wir haben kein Geld für die Requisiten. Nee. Nee. Mach ich denn? Genau. Dann der nächste Stück ist Il faut savoir. So. Thank you.
Ich habe einen kleinen E-Mail verteilen. Ein kleiner CD zu verkaufen, denn diese drei Stück sind nicht drauf, aber trotzdem. E-Mail verteilen, kleine Flyer, Liga irgendwo, könnt ihr gerne mich ansprechen und so weiter, aber jetzt mache ich schnell weiter. Mit dem Stück, was ich schon vorher an der Gitarre gespielt habe, diese ja, jetzt ist die Ballade-Version auf Klavier. Votre
Köster aus Berne Lohne. Wir sind Kavalier und haben wir heute Abend aus Frankreich. Der nächste Künstler, der jetzt ans Werk kommt oder besser gesagt auf die Bühne kommt,